Der Kohleausstieg ist längst beschlossene Sache. Um jetzt Perspektiven für die betroffenen Regionen aufzuzeigen, hat das Bundeskabinett am Mittwoch die Kohlekommission einberufen. Oder besser gesagt. Wir haben heute die wichtige Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung auf den Weg gebracht. Diese Kommission hat einen historischen Auftrag. Die Bundesminister für Arbeit, Umwelt und Wirtschaft, namentlich Hubertus Heil, Svenja Schulze und Peter Altmaier, stellten am Mittwoch die wichtigsten Anliegen der Kommission in Berlin vor. Kohle wird mit Sicherheit nicht kurzfristig ausgeknipst, aber vorher muss tatsächlich ein Strukturwandel auch so angegangen werden, dass das handfest ist. Und ich sage es mal ganz offen, die Regionen brauchen dann mehr als Gutachten über ihre Perspektiven. Es geht um Klimaschutz in den nächsten Jahren, damit wir unsere Verpflichtungen einhalten. Es geht aber auch und sehr prominent um Arbeitsplätze. Die Zusammensetzung der Kommission war mehrmals vertagt worden. Nach Ansicht der Minister ist sie nun politisch ausgewogen. Sie besteht nun aus 24 Mitgliedern, zu denen Vertreter von Bund und Ländern, von Umweltverbänden, Arbeitgebern und Gewerkschaften gehören. Geleitet wird sie von den früheren Ministerpräsidenten der Braunkohleländer Brandenburg und Sachsen sowie von Bahn-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla und Barbara Pretorius, Expertin für Nachhaltigkeit und Klimaökonomie.